Hallo zusammen, Thomas hier von der RAW Akademie. Wie ihr sicherlich alle wisst, stellt Adobe jetzt zum Ende Dezember 2017 die Verfügbarkeit der Standalone-Version von Lightroom 6 in dem Fall komplett ein, wird also ab dem 01.01.2018 von Adobe nicht mehr verfügbar sein, wird auch in der Form nicht mehr weiterentwickelt und eben auch nicht mehr unterstützt. Und für alle von euch, die weiterhin auch Interesse an der Standalone-Version von Lightroom haben, habe ich heute drei Tipps für euch. Naja, Tipps ist nicht ganz richtig. Es sind eigentlich mehr Empfehlungen, aber mir ist ganz wichtig, dass ihr die auf jeden Fall noch mitnehmt. Nicht, dass es nachher heißt, hätte ich euch das mal vorher gesagt. Wenn ihr noch eine ältere Version von Lightroom habt, also eine Version 5, eine Version 4 oder vielleicht sogar noch eine Version 3 und ihr habt vor, auf absehbare Zeit, zumindest erstmal im nächsten Jahr, vielleicht sogar noch länger, mit Adobe Lightroom zu arbeiten, meine Empfehlung, besorgt euch jetzt noch in diesem Jahr das Adobe Lightroom Update auf die Version 6. 6.14 ist die letztverfügbare aktuelle Version, die auch nochmal zum Schluss die aktuellen Kamera-Updates und auch Objektiv-Updates bekommen hat. Und vor allen Dingen habt ihr dann gegenüber den älteren Versionen auch eine ganze Reihe ergänzender Funktionalitäten dabei. Je nachdem, von welcher Version ihr ein Upgrade macht, sind eben auch die selektiven Werkzeuge, also der Radialfilter, der Verlaufsfilter und auch der Korrekturpinsel mit neuen Funktionen versehen worden. Beispielsweise, dass man die Löschfunktion hat und dass man weitere Optionen überhaupt damit hat. Die HDR-Bearbeitung oder die HDR-Option ist hinzugekommen, die Panorama-Funktion ist hinzugekommen. Und die Möglichkeit, die Fotos noch besser und sauberer, teilweise auch automatisch von Lightroom ausrichten zu lassen, ist hinzugekommen. Die Prozessversion wurde in der Zwischenzeit nochmal verbessert, sodass Lightroom aus euren Fotos noch mehr technisch und optisch noch mehr rausholt. Deswegen meine Empfehlung, bleibt nicht bei den ganz alten Versionen, macht jetzt noch das Update. Und das ist auch vergleichsweise günstig. Ich habe heute nochmal nachgeguckt. Kostet momentan auf der Adobe-Update-Seite, also Stand heute 28. Dezember 2017 und ich gehe mal davon aus, bis zum Ende des Jahres, also bis zum 31. Dezember, wird wohl diese Option noch bestehen, am 01.01. dann bestimmt nicht mehr. Kostet momentan 73,78 Euro und dann habt ihr eine vergleichsweise aktuelle Software, mit der ihr die nächste Zeit ohne Probleme weiterarbeiten könnt und zumindest für die Windows-User, bei Mac kann ich es nicht genau sagen, weil ich kein Mac-Anwender bin, ich habe mir mal spaßeshalber vor ein paar Tagen meine allererste Lightroom-Version 1.1 installiert auf meiner Windows 10 Kiste, läuft einwandfrei, also zumindest was die Lauffähigkeit von Windows angeht, habt ihr auf jeden Fall ganz viel Zeit nach hinten. Adobe gibt sich inzwischen keine große Mühe mehr, euch zu der Standalone-Version von Lightroom zu bringen, damit ihr die entweder noch kaufen oder eben jetzt upgraden könnt. Und deswegen habe ich euch schon mal die Seite hier oben aufgemacht. Hier, den Link packe ich euch auch gleich in die Videobeschreibung. Und wenn ihr hier auf dieser Seite seid, dann kommt hier eine Erklärung, wie ihr die Einzelproduktlizenz runterladen bzw. kaufen könnt. Und ihr müsst erstmal zu der kompletten Kaufoption gehen. Es gibt keine separate Option, das Update zu bestellen. Das kommt erst, wenn ihr Lightroom schon im Warenkorb habt. Und um dahin zu gehen, müssen wir hier den Adobe Produktkatalog aufrufen. Da gehe ich jetzt mal hin. Und dann dauert es einen kleinen Moment. Und dann kommen hier alle die Produkte, die man eben auch noch als Standalone kaufen kann. Und da ist dann eben auch noch Lightroom 6 dabei. Und da gehe ich jetzt mal hier auf Kaufen. Das dauert auch wieder einen kleinen Moment. Und dann gibt es hier den Warenkorb. Und hier gibt es dann neben der voreingestellten Variante Typ Volllizenz da eben ein kleines Häkchen bzw. einen kleinen Pfeil. Und da könnt ihr dann sagen Lizenz Upgrade. So. Und hier könnt ihr dann auch sagen, von welcher Lightroom-Version ihr denn upgraden wollt. Wenn ihr wirklich noch eine ältere habt, 4 oder 3, dann gebt ihr das an der Stelle an. Aber auf jeden Fall bekommt ihr hier dann die Option, nicht zu kaufen für knapp 130 Euro, sondern eben hier für 73,78 Euro dann eben die Upgrade-Version zu besorgen. Wenn ihr bisher noch kein Lightroom habt, aber ihr schon längere Zeit mit der Idee spielt, vielleicht doch euch Lightroom zu besorgen, denn Lightroom ist nach wie vor, zumindest für mich, wirklich die kompletteste Bildbearbeitung, die es momentan am Markt gibt. Einmal ist sie technisch total ausgereift und zum Zweiten hat sie natürlich eine ganz extreme Bandbreite der Optionen, die ihr damit machen könnt. Eine exzellente Bildverwaltung, wirklich ein ganz tolles Bildbearbeitungsmodul mit dem Entwickelmodul. Ihr könnt
Mit dem Kartenmodul könnt ihr eure GPS-Daten sauber pflegen. Ihr könnt exzellente Verschlagwortung machen, sogar mit Stichworthierarchien, nicht nur mit einzelnen Stichworten. Ihr könnt exzellent damit drucken. Ich habe es in einem der letzten Videos gesagt, dass ich beispielsweise Lightroom bevorzugt auch zum Drucken meiner Fotos nehme. Also solltet ihr euch noch überlegen, mit Lightroom 6 vielleicht euch noch die letztverfügbare Standalone-Version zu besorgen. Momentan ist sie sowohl bei Adobe noch verfügbar, als auch natürlich bei diversen Online-Händlern. Vielleicht kann man sogar die Boxed-Version, also mit der CD, auch noch in diversen Elektronikmärkten kaufen. Wenn ihr euch wirklich überlegt, jetzt noch die Kaufversion, die Standalone-Version der Version 6 zu besorgen, meine Empfehlung, macht das nicht bei Adobe, denn da kostet sie momentan 129,71 Euro. Und bei Amazon, den Link packe ich euch unten in die Videobeschreibung, bekriegt ihr momentan Lightroom 6 für 122,90 Euro. Also ist etwa ganz grob 7 Euro günstiger. Achtet aber darauf, es gibt auch bei Amazon einige ergänzende Anbieter, also nicht Amazon selber. Da müsst ihr dann teilweise schon um die 150 Euro bezahlen. Also deswegen achtet, wenn ihr euch Lightroom 6 kaufen wollt, nehmt den Link hier unten in der Videobeschreibung und dann kommt ihr direkt zu der Variante, die ich zumindest als günstigste bei Amazon gefunden habe. Wenn ihr also momentan die Standalone-Version von Lightroom habt, gibt es überhaupt keinen Grund, unruhig und nervös zu werden. Ihr könnt also ganz locker bleiben und könnt mit Lightroom erstmal längere Zeit, auch in 2018 und weit darüber hinaus, ohne Probleme mit Lightroom weiterarbeiten. Das Einzige, je nachdem, wenn ihr euch beispielsweise eine neue Kamera kauft oder neuere Objektive, die eben in der jetzt aktuellen Version und dann eben schon etwas vielleicht mal veralteten Version von Lightroom nicht mehr verfügbar sind, gibt es ja zum einen momentan den DNG-Konverter, der zumindest im Moment immer auch die aktuellen Programme, nee, nicht die Programme, immer auch die aktuellen Objektive und die aktuellen Kameras unterstützt. Wie lange das der Fall sein wird, weiß ich natürlich auch nicht. Das wäre also zumindest erstmal absehbar eine Möglichkeit, um dann eben auch mit einer neueren Kamera, die ihr euch vielleicht demnächst kauft, die es eben von Lightroom bisher noch nicht unterstützt wurde, auch damit zu arbeiten. Oder eine andere Variante ist natürlich, es gibt momentan einige interessante Alternativen, Luminar beispielsweise, Luminar 2018, das ich ja jetzt auch in letzter Zeit häufiger in einigen Funktionalitäten vorstelle. Da werden auf jeden Fall auch immer aktuelle Kameramodelle und immer auch aktuelle Objektive weiterhin unterstützt. Und ihr könnt dann auch beispielsweise solche Programme nehmen, um dann eben auch die Fotos mit den neuen Kameras und Objektiven zu verarbeiten. Beispielsweise, indem ihr die entweder als Konverter nehmt und dann eben vielleicht mit diesen konvertierten Daten in Lightroom weiterarbeitet. Oder aber, weil ja auch Lightroom 6 schon nicht mehr alle Funktionalitäten bekommen hat, die in Lightroom CC Classic aktuell verfügbar sind, wie beispielsweise den Dunstentfernfilter oder auch das Transformieren-Werkzeug ist natürlich nicht ganz so ausgeprägt. Oder auch die Bereichskorrektur, die neue, die jetzt in der letzten aktuellen Update-Version von Lightroom CC Classic dazugekommen ist. Da könnt ihr beispielsweise mit Luminar könnt ihr euch viele, viele Funktionen quasi über, als Plugin mit reinholen, wenn ihr nicht beispielsweise nur mit Luminar arbeiten wollt. Und abgesehen davon, also Luminar bietet ja wesentlich mehr Bildbearbeitungsmöglichkeiten, als selbst die Classic-Version von Lightroom momentan, also die CC-Version von Lightroom bietet. Also da könnt ihr, wie gesagt, ganz entspannt bleiben, könnt euch mal in aller Ruhe die Marktentwicklung angucken, welche der potenziellen Konkurrenten oder potenziellen Alternativen entwickeln sich wie, in welcher Richtung, was bieten die, zu welchem Preis. Und dann könnt ihr zu einem späteren Zeitpunkt immer noch von Lightroom entweder umsteigen oder die ein oder andere Software als Plugin, als Ergänzung zu Lightroom nutzen, sodass euch auf jeden Fall eine Investition jetzt aktuell in Lightroom definitiv nicht zum Nachteil gereicht. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und empfehlt mich weiter. Und abonniert RAW.TV, dann seid ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal auf diesem Sender.